Hallo Leute, der Sebi hier und das Thema heute ist extrem spannend. Du hast vielleicht gelesen, mehr Selbstliebe durch richtige Selbstbefriedigung. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, sowohl wenn es um das Thema Selbstliebe geht, aber vor allem auch, wenn es um das Thema Sexualität geht. Und du wirst in diesem Video merken, dass diese zwei Themen sehr, sehr eng zusammenhängen. Und du wirst in diesem Video vielleicht auch merken, dass die Art und Weise, wie du dich vielleicht bisher selbst befriedigt, und mal ganz ehrlich, jeder befriedigt sich ab und zu mal selber, ja, dass die eigentlich eher schädlich ist. Also dass diese Art und Weise dazu führt, dass du mit dir selbst in einen Zwiespalt kommst, dass du mit dir selbst in einen inneren Konflikt kommst und dass darunter natürlich deine Selbstliebe leidet. Und damit auch die Art und Weise, wie du zu dir selbst stehst, wie du mit deinen inneren Konflikten umgehst, wie du auf andere Menschen wirkst, also ob du auch wirklich echte, verbindende Beziehungen in deinem Leben herbeiführst oder ob alles nur so an der Oberfläche dahin plätschert. Deswegen sehr, sehr wichtiges Thema, sehr, sehr wichtiges Video heute. Dieses Video ist auch Teil von einer kleinen Videoserie, einer mehrteiligen Videoserie. Du findest unten in der Infobox den Link zu der YouTube-Playlist, wo du zu den anderen Videos kommst, wenn du nicht automatisch schon in dieser Playlist jetzt bist und die Videos automatisch kommen. Denn das Thema Selbstliebe ist extrem wichtig und weil das Thema so extrem wichtig ist, habe ich dazu auch vor einiger Zeit ein exklusives Online-Webinar erstellt. Und dieses Online-Webinar ist eigentlich sozusagen nicht nur ein kleines Online-Webinar, sondern es ist ein wirklich intensives Online-Training geworden, wo ich mit dir intensiv in das Thema Selbstliebe eintauche. Es geht unter anderem darum, wie du dir selbst wieder unverkrampft und liebevoll begegnen kannst, wie du dich quasi mit deinen kleinen und großen Schwächen auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene aussöhnen kannst und wieder zu deinem besten Freund wirst. Und das Ergebnis des Ganzen wird sein, dass du mit dir selbst wieder in Harmonie leben kannst und dass du diese Harmonie nach außen ausstrahlst. Also, dass du quasi mehr Lebensfreude hast und dadurch natürlich auch viel tiefere Verbindungen in dein Leben ziehst, es dir wesentlich einfacher fällt, auf Menschen offen zuzugehen, weil du dich selbst liebst, weil du nichts mehr verstecken musst. Und darum geht es in diesem exklusiven Webinar, das in der nächsten Zeit online sein wird. Ich weiß nicht genau, wie lange, also am besten guck jetzt gleich, ich habe in der nächsten Zeit noch ein paar freie Termine. Unten in der Infobox packe ich auch diesen Link mit rein. Und hier oben bei dem i kommst du auch hin zu diesem kostenlosen Webinar. Ich freue mich, wenn du dabei bist, denn das Thema ist wirklich extrem wichtig. So, jetzt lass uns mal wieder zurückkommen zum Thema Selbstbefriedigung. Wie schon gesagt, jeder befriedigt sich ab und zu mal selbst, aber ganz oft ist aus dieser Selbstbefriedigung oder bei vielen Menschen ist aus dieser Selbstbefriedigung mittlerweile ein krankhaftes Verhaltensmuster geworden. Wie meine ich das? Vor allem in den letzten Jahren und vor allem leider unsere jüngere Generation leidet sehr darunter unter der Pornoindustrie, die sich quasi immer mehr ausbreitet. Also man kann ja überall mittlerweile kostenlos Pornos im Internet gucken. Ich muss jetzt hier überhaupt keine Webseiten nennen, weil jeder kennt locker 3, 4, wenn nicht sogar 5 Webseiten, wo man sich einfach kostenlos einfach so Pornos anschauen kann, aus jedem Genre, egal was, egal welche Richtung. Es gibt keine Tabus mehr. Warum das auch so ist, ist, weil das Thema Sex, muss man auch wissen, ist vorher eine wichtige Information, wurde so lange in unserer Gesellschaft unterdrückt, durch die Religion, durch Erziehung auch. Also eigentlich der Kern ist die Religion, weil die Religion irgendwann mal gesagt hat, Sex ist etwas Schlechtes. Und natürlich lernen wir das auch in der Schule und Sex wird bei uns und auch Liebe wird nicht öffentlich praktiziert, sondern immer nur hinter verschlossenen Türen, weil jeder irgendwie so in sich drin denkt, Sex ist etwas Schlechtes, etwas Verbotenes, etwas Dreckiges, ja. Und deswegen ist das Thema Sex an sich schon sehr mit Schuld behaftet durch die Religion, die dieses Dogma aufgelegt hat, die diese Konditionierung aufgedrückt hat auf das Thema Sex. Leider muss man sagen, weil Sex ist eigentlich etwas so Wunderschönes. Und Sex, beziehungsweise diese sexuelle Energie, ist die Grundlage von Liebe auch. Ich werde das gleich auch noch näher erklären, keine Sorge. Jetzt lass uns mal anschauen, wie die herkömmliche Sex, wie der herkömmliche Umgang mit Selbstbefriedigung oder die herkömmliche Art und Weise, sich selbst zu befriedigen, eigentlich extrem schädlich ist. Die herkömmliche Art und Weise, vor allem bei Männern, bei Frauen ist es ein bisschen besser, aber es geht auch schon langsam in diese Richtung. Ich unterhalte mich sehr viel und sehr oft mit Menschen, deswegen weiß ich das. Ist so, dass Selbstbefriedigung eigentlich mehr so
nebenbei schnell am Rande, ja, so bei Männern, die gucken sich Pornos an, manchmal auch stundenlang irgendwelche Pornos an, bei Frauen, ich kenne auch viele Frauen, die sich Pornos angucken, aber grundsätzlich ist es so, dass sich viele Leute gar keine wirkliche Zeit für sich nehmen, wenn sie sich selbst befriedigen, sondern einfach nur schnell so, scheiße, ich bin horny, ich muss irgendwie Druck abbauen, ich bin gestresst, ich will diesen Stress loswerden, deswegen einfach schnell, oder bei der Frau eben ein bisschen subtiler vielleicht, aber geht in die gleiche Richtung. Das Problem daran ist, durch dieses schnell, ist erstens, dass du dir selbst oder diesen Akt keinen wirklichen Raum gibst. Ja? Grund ist natürlich auch, weil das ein Thema ist, das auch schambehaftet ist, weil das ein Thema ist, wo man jetzt nicht zu seinen Freunden sagt, hey, ich habe mich gerade selbst befriedigt, jo, sondern es ist ein Thema, das ich eher verstecke. Und weil ich es eher verstecken muss, mache ich es immer so ein bisschen hinter verschlossenen Türen, in Geheimen, so ganz verschlossen, ganz. Und es ist ein Thema, und das merkst du vielleicht auch manchmal, nachdem du dich selbst befriedigt hast, man fühlt sich irgendwie schuldig, man schämt sich irgendwie so, jetzt schon wieder gemacht, ja, schon wieder und irgendwie, und ich weiß ja, dass es nicht gut ist, ja, da kommen die ganzen Konditionierungen wieder hoch und man fühlt sich eigentlich eher schuldig, als dass man sich mehr im Reinen mit sich fühlt. Was ist Thema Sex eigentlich? Sex, die Grundlage von Liebe, ja, führt aber in dieser Form von Selbstbefriedigung nicht zu Liebe. Also wenn man es einfach so ganz schnell macht, so ganz geheim und vielleicht sich noch ein Porno anschaut, wo man weiß, nee, das macht man eigentlich nicht. Ja. Und deswegen führt eher zu einer inneren Spaltung. Also weil ich weiß, ich mache eigentlich etwas, was verboten ist, was man eigentlich nicht macht. Zumindest auf der unbewussten Ebene, ja, vielleicht sagst du jetzt so Quatsch und nee, auf der bewussten Ebene, klar, und jeder macht es auf der unbewussten Ebene. Beobachte das mal, beobachte mal diesen Glaubenssatz, dann wirst du merken, auf der unbewussten Ebene ist das Thema Selbstbefriedigung, Sex insgesamt sehr schuldbehaftet. Jetzt ist die Frage, wie kann man etwas machen, was zu einem Akt der Selbstliebe wird? Und jetzt lass uns dazu erstmal anschauen, wie gehst du mit einem Mann oder mit einer Frau um, die du liebst. Du nimmst dir wahrscheinlich sehr viel Zeit für diese Person. Du schaffst, um auch Sex mit der zu haben, du gehst nicht zum Beispiel einfach mit einer Frau, so einer Frau, die du liebst, du gehst nicht einfach und sagst, komm, lass schnell aufs Klo gehen, ziehst die Hose runter und vögelst dich von hinten. Nein, das macht man nicht. Nein, das ist nicht die Art und Weise, sondern du nimmst dir Zeit. Du hast erst ein schönes, gemütliches Abendessen. Dann zündest du vielleicht Kerzen an, machst romantische Musik, du schaffst eine geeignete Atmosphäre. Und dann ganz, ganz langsam kommt dieser Sex durch Intimität auch. Also es ist nicht einfach so geil, sondern im Zusammenspiel mit einem Partner, den du liebst, ist sehr viel Intimität und sehr viel Nähe da. Und aus dieser Intimität und aus dieser Nähe, wenn die immer stärker wird, dann wird daraus Sex, ja, ganz automatisch. Man fängt an mit Kuscheln, man streichelt sich und dann irgendwann wird daraus Sex. Aber es ist nicht einfach nur dieses sondern es ist einfach ein Akt der Liebe. Man nimmt sich Zeit, man ist sanft zueinander. Das ist Liebe und nach so einem Akt fühlt man sich gut. Man fühlt sich so, als hätte man etwas gewonnen. Man fühlt sich kompletter. Man ist mit dem Partner, fühlt sich viel mehr verbunden und durch diese Verbindung mit dem Partner fühlt man sich auch mit sich selbst viel mehr verbunden. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das auf das Thema Selbstbefriedigung umwälzen? Wie können wir auch aus dieser Selbstbefriedigung so einen Akt der Selbstliebe machen? Und im Prinzip kannst du das 1:1 genauso auf dieses Thema umwälzen. Nämlich, nimm dir wirklich, mach daraus einen Akt der Liebe. Nimm dir Zeit, mach dir zum Beispiel mit dir selbst einen schönen Abend, koch dir was Schönes, sorg für eine schöne Atmosphäre, zünde Kerzen an, mach schöne Musik, einfach so eine Wohlfühl, so eine liebevolle Wohlfühlatmosphäre. Schaff die jetzt nicht für irgendeine Person, sondern schaff diese Atmosphäre für dich selbst. Nimm dir vielleicht ein schönes Bad oder. Und dann leg dich vielleicht irgendwo hin, machst dich richtig gemütlich in dieser Wohlfühlatmosphäre, die sich langsam aufbaut. Fang an, dich selbst zu streicheln. Sei ganz sanft mit dir. Also nicht einfach so schnell, ja, sondern sei komplett sanft mit dir. Nimm dir wirklich, wirklich Zeit dafür. Und
Sei, ja, das ist so der Kern, diese Sanftheit und diese Zeit. Wenn du das schaffst, das für dich selbst zu nehmen, dann wirst du merken, dass das wesentlich erfüllender ist, unglaublich viel erfüllender. Du kannst dir nämlich auch, wir wollen immer diese Nähe, wir wollen immer, dass uns jemand anders diese Nähe, diese körperliche Zuneigung gibt, aber wir können uns das auch selbst geben. Ja, wir können auch selbst uns streicheln, sanft mit uns sein, uns an Orten berühren, wo wir es einfach gerne mögen, aber auf eine ganz sanfte Art und Weise. Und du wirst merken, wenn du dich auf diese Art und Weise selbst befriedigst, also wenn du dir wirklich Zeit dafür nimmst, dann ist es viel mehr befriedigend. Du fühlst dich danach viel besser. Du fühlst dich nicht schuldbehaftet, sondern du fühlst dich so, als hättest du etwas Wunderschönes für dich selbst getan. Du kommst dir selbst wirklich näher, ja? Und dadurch baust du extrem diese Selbstliebe auf. Und noch ein super Nebeneffekt davon ist, weil du dieses Thema so total ausgelebt hast, ja, bei dieses schnell so, das ist mehr so, ja, ich mach's schnell am Rande. Ich gebe dem Thema gar keine wirkliche Bedeutung. Und dadurch musst du es immer wieder machen. Immer wieder, vielleicht jeden Tag aufs Neue, vielleicht sogar öfters am Tag. Ja, es gibt viele Männer, die sich mehrmals am Tag selbst befriedigen. Deswegen, weil dieses Thema nie komplett abgeschlossen wurde, weil diesem Thema keine wirkliche Aufmerksamkeit, keine wirkliche Zeit gegeben wurde, sondern einfach nur so schnell am Rande. Ja, und dadurch wirst du merken, du wirst für Tage wirst du befriedigt sein. Du wirst für Tage wirst du dich nicht mehr danach sehnen, nach jetzt schnell mal Selbstbefriedigung, schnell mal abspritzen oder schnell mal einen Orgasmus oder, sondern du wirst wirklich für Tage innerlich befriedigt sein und vor allem durch diese Nähe, die du zu dir selbst gewonnen hast, wirst du extrem befriedigt sein. Ich freue mich unglaublich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn dieses Thema dir gefällt. Du kannst es auch, wenn du dich traust, das Video teilen auf Facebook, auf sonst irgendwo, weil es ist echt ein Thema, das wichtig ist. Das wichtig ist für ein gesundes Selbstverständnis, für eine gesunde Liebe zu sich selbst, eine gesunde Beziehung für sich selbst. Und aber ein Thema, das so oft vernachlässigt wird in unserer Gesellschaft, das so tabuisiert ist, dass niemand so wirklich drüber spricht. Deswegen, wenn du dich traust, dann teile das Video bitte. Es würde mir sehr, 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 sehr am Herzen liegen. Und wie gesagt, schau unbedingt vorbei bei meinem kostenlosen Selbstliebe-Webinar, das nicht nur einfach ein Webinar ist, sondern ist ein komplettes Online-Training geworden zum Thema Selbstliebe, wo es darum geht, wie du dir selbst unverkrampft und liebevoll begegnest. Unten in der Infobox klicken oder hier oben bei dem i im Webinar wirst du lernen, wie du dich wieder mit dir selbst aushöhnst, aus einer ganz tiefen Ebene, diesen inneren Konflikten Schlussstrich setzt, beziehungsweise wie du richtig damit umgehst, sodass du wieder selbst dein bester Freund wirst, dass du in Harmonie mit dir selbst leben kannst, dass du in Harmonie mit anderen leben kannst, dass du offen und mit Selbstverständnis dich traust, auf andere zuzugehen, ohne irgendwas verstecken zu müssen, ja, dass du authentisch sein kannst, denn wenn du dich selbst liebst, dann kannst du dich auch trauen, authentisch zu sein. Darum geht es in diesem Webinar, also jetzt einfach mal hier bei dem i, irgendeine der beiden Seiten klicken oder hier irgendwo verlinkt oder unten in der Infobox. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Am besten melde dich auch bald an. Ich weiß nicht, wie lange dieses Webinar noch online sein wird. Ich werde wahrscheinlich immer mal wieder ein paar Termine machen, aber es kann auch sein, dass es Phasen gibt, wo es nicht online sein wird. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist. Klick hier oder unten in der Infobox. Mein Name ist Sebi Heindl. Ciao.